Hey Freunde, bevor das Video losgeht, wollten wir uns noch kurz bei unserem Partner MSI bedanken, weil MSI jetzt doch einfach besser sind. Ich habe gerade 1 Million Wörter in 1 Minute geschrieben, dank dem i7 Quad Processor. Scheiße, ich habe das Herz falsch rumgemalt, aber kein Problem, Kumpel. Freunde, Spaß beiseite. Wir haben ja richtig nice Laptops bekommen. Ich habe ja einmal den Summit E13 Flip Evo, der auch schon gut angelangt ist, habe ich gesehen gerade. Von der einen oder anderen Watchparty. Ja, wir haben ja nämlich immer schön auf der Tour haben wir mal Filme geguckt. Den haben wir nämlich immer schön so hingestellt vorne ins Fahrraddeck. Und dann haben wir hier immer schön mit dem MSI-Pen immer unsere Filme angemacht und so. Und manchmal, eventuell, bin ich auch mit meinen Chipsfingern draufgegangen. Wir werden den aber wieder sauber machen. Grüß Gott, mein Name ist Dominik Reitzmann. Ich habe hier den MSI Stealth 15M vorbereitet. Es handelt sich hierbei um ein ausdrücklich sehr gut für Gaming geeignetes Modell. Wir haben 144 Hertz in diesem 15,6 Zoll Bildschirm eingearbeitet. Das ist sehr gut, dann kann man sehr viele Frecks machen in Shootern. Ach nö. Außerdem haben wir einen i7 Prozessor hier eingebaut, da wird es auf gar keinen Fall eng von der Leistung her. Und natürlich muss auch optisch alles stimmen, da haben wir eine 3060 Grafikkarte eingebaut für mobiles Gamen ohne Grenzen. Ist gekauft. Herzlichen Glückwunsch, Herr Teller, dann beglückwünsche ich Sie Ihren neuen Laptop. Danke. Freunde, an der Stelle vielen Dank nochmal an MSI, dass wir den Summit E13 Flip Evo bekommen haben und den Stealth 15M für ein bisschen Gaming. Yeah, yeah, yeah. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Edeltour Tag 8 und 9, weil in Tag 9 kaum was passiert ist, mit Dominik und Kevin. Ach so, Stefan ist auch dabei. Herzlich willkommen zum Stream, der vorletzte Tag. Willkommen, welcome. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen chilligen Tag. Wir fahren jetzt nach Österreich, Freunde. Es geht nach Innsbruck und da wird sich erstmal anders dieser Campingplatz gezogen. Ich glaube, wir müssen bis 22 Uhr, wenn ich gelesen habe, da sein. Ich glaube sogar bis 20 Uhr. Also so ein bisschen unter Zeitdruck. Dementsprechend würde ich sagen, wollen wir los? Yes. Freestyle mal ein Edelduck folgen Anfang, aber ihr seid Drucker und keine Streamer. Herzlich willkommen zum Druckercast Summit! Thorsten und Uwe. Ich bin Thorsten. Ich bin Uwe, moin. Moin, moin. Wir sind gerade auf der A1 und wir fahren gerade Richtung Berlin. Damit ihr ein kleines Setting habt, ich habe heute 400 Kilogramm Holz aufgeladen, Digga. Und Dominik hat 4 Autos hinten drauf. Ich hab 4 Karre hinten drauf. Da muss ich mal wieder meinen dicken Auffliege raus und aus der Garage. Ja, aber Real Rap, wenn man hier wohnt, ist aber irgendwo die Welt zu Ende. Irgendwie, ja. Also es ist schön mal zum Durchfahren, aber ich will hier auch Gottes Willen nicht leben, Alter. Nee. Wie sieht's aus, als gibt's hier nichts. Ich finde Kevin sehr entertaining, da bist du einer von wenigen. Für mich wirklich seit den letzten 3 Tagen echt null entertaining, Alter. Ich bin richtig tot in Zeit. Oh. Komm, wie soll ich da runterkommen? Wie? Oh! Jetzt. Der nimmt deine Karte nicht. Ich freue mich. 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 Hast du Quittung? Hallo, eine Quittung bitte. Oh mein Gott, der Quittungsknopf ist noch weiter unten. Hi, seid meine Lieblingsstreamer. Scheiße, Digga. Scheiß, aber ist schon die Lane für die Wohnmobile, oder? Schon safe eigentlich, oder, Bro? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro! Da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf gehabt. Cash-Uhr war? Okay, Männer, ich habe gute Nachrichten. Alle Restaurants, die in der Nähe sind, sind geschlossen. Perfekt. Perfekt, Digga. Heute geschlossen, heute geschlossen. Warte. Eine Pizzeria hat auf. Ja, moin. Topo. Hey, und ansonsten noch stabile 3,5 aus 5 Sternenbewertungen. Alter, da hab ich Bock drauf. Okay, ich hab was gut bewertet ist. Ich schau mal rein. Die haben Schnitzel, Rätsmann. Ja. Freunde, versteht mich nicht falsch, aber das hier sieht null aus nach einem Campingplatz gerade. Das ist so eine Fake-Geschichte, wo wir den Owner gleich irgendwie offsacken müssen, dass wir wieder raus können. Ist ja auch möglich. Aber solange es ein Schnitzel mit Pommes gibt, ist alles gut. Warte, hier steht was? Da links ist ein Schwindelcamper, rechts ist die Rezeption. Ja, dann fahr ich hier kurz rauf. Ja, dann gehen wir kurz hoch. Ah ja, schon Rezeption steht da, Anmeldung rechts. Herzlich willkommen. Ja. Freunde, wir haben Restaurant um 21 Uhr. Oh shit. Stefan, es ist bei dem auf dem Kart.
Und die fährt mit ihm irgendwo hin. Was, Digga? Stefan die ist fährt einfach weg. Stefan ist gerade hier mit diesem Ding da vorbeigefahren, mit so einem Golfkater ganz hinten. Stefan wird entführt von so einem Almöhi. Geil. Alright. Der hat mir Platz gezeigt. Voll der süße. Mega Öhi. Freundlich tatsächlich, ja. Okay, dann fahren wir jetzt zum Platz, oder wen? Genau, ist auch super einfach. Ist direkt hier um die Ecke und du kannst auch einfach straight drauf fahren. Also ist jetzt auch kein großes Einlenkmanöver oder so. Genau, okay. So können wir stehen bleiben. Strom ist da links in dem Kasten. Okay, Chat. Okay, sind wir da? Sorry, das sind wir. Hey, ist da ein Reh? Ja, das ist ein Reh, habe ich doch gerade gesagt. Ihr hört. Wohin geht ihr essen? Holy geht ihr euch noch in Innsbruck die Altstadt anschauen? Pepe. Ich glaube, die sieht man nicht, oder? Doch, da die Beine seht ihr doch. Wir gehen jetzt ins Restaurant einfach mit der Karre. Und fertig aus, Mickey Maus. Chat, warum sind Sie immer noch am Fahren? Hab ein bisschen was verpasst. Wir fahren zu einem Restaurant. Aber wir fahren nicht weit, 5 Minuten oder so. Hände, wie ist denn viel? Ziel? Hände desinfekten. Das kann man auch verzweifeln, dann kannst du auch machen. Hallo, mein Herr. Grüß Hi. Hi, servus. Was steht da gerade? Das hier? Ja. Achso, ist so Livestream. Echt? Ja. Ja. Was ist das? Macht der Livestream? Ja. Okay. Mädels dabei? Was ist das? Mädels auch dabei? Ob Mädels dabei sind? Brauchst du eine Freundin? ja, habt ihr schon was zu essen, Jungs? Ja, ich glaube. Weißt du, was ich keine Mädels dabei. habt ihr irgend so ein stabiles Bier? Stabiles Bier? Also eins, was gut ist. Okay, Max, Wiesburger, Heineken. Wiesburger. Wiesburger. Okay. Essen, später. Wegen mir können wir Essen schon machen. Ja, Stefan hat ja auch schon zu essen gemacht. Für mich erstmal zum Trinken auch einen Pilz, bitte. Die junge Rakete gestartet. Oh, scheiße, Mann. Wir hatten gerade richtig unangenehm. Jetzt ist mein guter Freund Kevin, oder nicht? Und warm fest geht das Fuß. Ich dachte, Blubi Pups ist aber wieder Energie. Achso. Naja, auf die Weiber, wa? Zum Wohle. Auf die Weiber. Auf ein gutes Essen. Cheers, Chat. Oh, ja. Jede Schnitzel. Ja, das meinst du? Ui. Mit Thank you very much. Danke. Jetzt ist Maria Kevin. Boah, die Pommes sind krass, Bruder. Dankeschön. Wenn das nicht gehört oder was behauptet, wenn das nicht gerade. Go, machen wir. Alles klar, danke. Shit, Digga. Ja, der Burger ist größer als mein Gesicht. Ja, der ist wirklich groß. So, piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Jeder isst so viel er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Doch, ich ist mein Nebenmann. So wie bei Grün und Fern. Lukas. Alles in Ordnung? Ja. Finde was das trinken? Ist sehr, sehr lecker, danke. Das kann weg. Wenn ich noch ein Stück Wasser habe. Aber Stichwort Grün. Hat's geschmeckt? Sehr lecker. Ja, willst du Champion nehmen oder soll ich? Nimm du. Nimm du, Stefan. Das ist wohl, dass du tun hast, oder? Ich bin schon der peinliche Junge mit dem Albanlarschen. Du bist der peinliche Junge mit der Kamera. I want you and you and me are gonna bear a man. Oh, whoa, whoa. Mein Name ist Philipp Quarantäne und ich bringe uns die wildesten Beats von Brandenburg und der Mecklenburgischen Seenplatte. Was geht ab? Philipp Beats, Digga. Und hier kommt Martin Garrix mit Animals. If you are gay, press 1. If you are not gay, press 2. If you want to speak to a Vodafone call center agent, press 3. If you have completely lost your mind, press 4. 4. Mother fucking Jens Spahn. Motherfucking Hotel Room. Hey, nochmal zu der Frage, ob der Trip mental anstrengend ist und ob wir hier gerade Urlaub machen. Gar nicht. Die Antwort ist ja. Also ja, Urlaub, nein, nicht anstrengend. Also es geht null auf die Psyche, Freunde. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich könnte es nur, okay, Bruder, chill mal. Ich kann nicht mehr. Ja, mehr.
Ich habe gerade alles gegeben. Ich werde nicht mehr reden für heute Abend. Das war alles, was ihr bekommt. Okay. Ja. War eine Lüge. Ach, ciao, Mann. Freunde, herzlich willkommen zum letzten Tag. Es herzlich willkommen, herzlich willkommen. Edeltour. Ich bin heute der Regiemann. Wir haben gerade eben Stefan abgesetzt am Bahnhof. Der fährt jetzt hier schön nach Hause, nach Berlin, während wir jetzt nach Köln fahren, Freunde. Okay, Leute, kurze 10 Minuten Powernap. Willst du auch einen machen? Boah, nee. Nee? Ich kann jetzt nicht uns schon mit dir Powernappen. Was nachher einen kurzen Powernap machen, wenn ich dann fahre wieder. Ja, dann nur wieder so mit Shit alleine. Ja. Dann müsst ihr ja wieder donaten, schade. Wie sieht's aus mit einer kleinen Wanderung? Vorne heute ist wirklich pur Autofahren. Heute ist der Day After. Wie fandest du die Tour von 1 bis 10? 8. Vielleicht 7, ich weiß nicht. Ich habe sehr hohe Ansprüche. Eine 10 ist eigentlich nicht zu erreichen. Aber das Feedback ist cool. Die Leute scheinen es zu feiern. Oder du siehst unnormal fertig aus. Holy shit. This motherfucker don't look healthy at all. Zum Wohl. Cheers, Chad. Auf euch zählt. Jetzt bist du eine richtig aggressive Werbemaschine. Du könntest so auf so einem Fischmarkt arbeiten. Aal, 5 Euro. Und? Wir ja, kaufen, aber gut. So, moin moin, der Herr, wie haben Sie sich an meinen Stand hier verehrt, oder? Moin moin! Moin, ich würde ganz gerne Pangasius für Sie kaufen. Ein Pangasius? Wollen Sie kaufen? Ist natürlich an sich kein Problem, ich kaufe mal einen Pangasius hier. Ich kaufe hier Pangasius 1 Kilo, halbes Kilo. Ich habe auch. Ich glaube, ich will das halbe Kilo nehmen. Ich habe auch schon 200 Gramm. Wollen Sie für sich alleine? Oder? Für mich alleine, ja. Für sich alleine wollen Sie ein paar Gorsus. Ja, aber guter Mann, wenn ich das einfach mal so frei sagen darf, da ist so ein paar Gorsus gar nicht der richtige Fisch, wenn ich Sie so angucke. Was würden Sie denn empfehlen? Also ich würde Ihnen, schauen Sie mal ganz, ich habe hier drüben, habe ich heute was ganz, ganz frisch eingefangen aus dem Atlantik, oder? Habe ich hier was frisch reinbekommen. Hier drüben sehen Sie die Seescholle. Ist Ihnen bewusst, dass wir gerade auf einer verfickten LKW-Raststätte stehen? Nee, wir sind hier auf dem Hamburger Fischmarkt, oder? Da wollen wir eine ganz frische Seescholle reinbekommen. Das ist was ganz Feines. Ich sehe ihn doch anders, wenn wir an der Feinschmecker sind, oder nicht? Nee. Da wollen Sie sich doch nicht mit so einem langweiligen Pangasius, was jede Hausfrau sich in Benny kauft, so zufrieden geben. Das ist doch nicht nach Ihrer Art, wenn Sie hier extra an meinen Stand kommt, da kann ich Sie nicht mit dem Pangasius gehen lassen. Das würde gegen meine Ehre gehen. Ich mach ihm mal so eine schöne 500 Gramm von die Seescholle fertig, ja? Okay, ja, das klar, machen wir. Super. So, also hier halbes Kilo, 20 Euro. Das ist ein bisschen viel. 9,10. Guter Mann, Qualität hat ihren Preis. Ich habe auch Frau und Kinder. Ich habe auch Frau und Kinder zu Hause, das können Sie mir jetzt nicht runternehmen auf 10 Euro. Was machen wir hier, Bro? Also 10 Euro kann ich Ihnen nicht machen, aber weil Sie jetzt so ganz freundlich an meinen Stand gekommen sind, ich könnte Ihnen anbieten 17 Euro. 17 Euro, dann ist das für mich zum Einkaufspreis genau gerade wieder raus. Ja, okay, komm. Also 17 Euro, okay. Haben wir, danke. Okay, Leute. Ich denke mal, du kannst dein Tier ein bisschen mit nach vorne nehmen, oder? Safe. Halt nicht verkippen, ja? I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. Freunde, hier endet das Ganze. Endlich ist es vorbei. Du Wichser. Warte, ich mach auch mal noch einen Chat auf zum Abschluss. Danke für alle Leute, die immer dabei waren, die alles verfolgt haben, die komplett 9 Tage lang. Oder auch mal nur ab und zu reingeguckt haben. Oder wegen mir auch die Ärzte, die nur bei YouTube geguckt haben. Wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen, trotz einiger Komplikationen hier und da. Seien es Internetprobleme, seien es Tunnel, seien es, dass wir auch einfach K.O. waren an manchen Tagen. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall viel gelernt und nehmen also viel fürs nächste Mal mit, würde ich sagen. Extrem viel. Die zweite Tour wird auf jeden Fall noch krasser, Freunde. Wird wahrscheinlich die Skandinavien-Tour. Aber wenn ihr noch einen geileren Vorschlag habt oder irgendwas, was wir abklappern sollen oder so, schreibt uns gerne in die YouTube-Kommentare am besten, da lesen wir es. Genau. Ja, Mann. Und Freunde, vor allen Dingen, vielen, 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 vielen Dank, Mann. Ja. MSI, klar. Wirklich. Big Ups an die Boys. Big Ups.
No joke. Vielen, vielen Dank, Mann. Der Laptop wird auch erstmal jetzt schön mitgenommen nach Österreich. Das ist krass. Auf den werde ich erstmal eine Woche streamen, Digga. Ja. Viel, viel Liebe da an der Stelle. Kuss. Shoutouts. Ja, liebe Grüße natürlich auch an Stefan, der jetzt nicht mehr dabei ist gerade. Liebe Grüße an Lena, Johanna und das ganze Team fürs Organisieren. Liebe immer Grüße Campingplätze. An Kajo, Robin, Hintergrund, Dicker, Teich war auch ein bisschen. Nico, möchte ich auch nochmal sagen. Ja, Nico. Liebe Grüße an Kevins Cutter, meine Cutter, die haben Nächte durchgeschlafen. Alles. Hustler, alle krass. Sehr, sehr geil, Freunde, aber die nächste Tour wird noch krasser, weil es wird immer einmal krasser als vorher. You know what it is. Dementsprechend, Freunde, bis hier ist das Ende von 9 Tagen Edeltour. Danke fürs Einschalten, Freunde, auf weitere iRestream-Tours und wir sehen uns in 3 Tagen bei Rezmann oder bei mir auf dem Channel für normale Streams. Richtig. In dem Sinne. Macht's gut, Freunde. Viel Liebe, Freunde. Und Rezmann, du kannst jetzt den Motor beenden und damit endet der Stream. Okay. Freunde. Ciao. Nothing can break me.